Somit ein herzliches Willkommen zu Batman mit Tonto Arkham, Arkham City bei einem Reporter. Heute mal bei Alex Isso an die Homies. Servus und let's go. Ihr seht schon, oben links meine Energieanzeige, meine Lebensanzeige hat sich so ein bisschen reduziert. Ich habe einiges versucht, aber ja, mit ein paar Malöle. Wir versuchen jetzt das Ganze ganz entspannt hier zu regeln. Wir gehen rüber hier durch die Hölle. Und ja, das ist natürlich mies gelaufen. Entschuldigung. Das könnte jetzt sein, dass wir gesucht werden. Den habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid. So, wo ist denn der Nächste? Bin ich mal gespannt. So, unter uns vielleicht? Nein, okay. Da drüben. Wir haben noch mehr Energie verloren, wie wir eigentlich hatten. Das ist natürlich sehr mies, wie ich das überstehen möchte. Das weiß ich nicht. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde das Ganze verkacken. Aber da gebe ich euch Brief und Siegel zu 150%. Es sei denn, ich habe echt Glück. Und habe einen Schmetterling über mir. Der Quarterback ist erledigt. Oh, sorry. Ich habe nicht aufgepasst. Hat es da unten einen von euch erwischt? Nein. Irgendjemand muss ihn doch gesehen haben. Kein Schwein hat dich gesehen, mein Freund, also uns. Na, wenn ich das überlebe, dann bin ich Batman. Dann bin ich Batman. Dankeschön. Gute Nacht, mein Freund. Und jetzt geht's weiter. Haben wir noch irgendjemanden hier? Ja. Ganz klar, da drüben haben wir jemanden. Der müsste ganz locker auszuschalten sein. Wenn wir von oben natürlich kommen. Runter? Nein. Entspann dich. Oh. Oh. Nein, da ist keiner. Da ist keiner. Da ist keiner. Psch, leise, Mann. Leise. Hier ist niemand. Du hast niemanden. Oh, fuck. Wenn ich das überstehe, Alter. Dann muss ich sagen... Da ist keiner, Mann. Entspann dich mal. Oh, Homie, Homie, Homie. Gute Nacht, mein Freund. Eine wunderschöne gute Nacht. So, wir gehen weiter. Mal gucken, was auf uns noch so zukommen könnte. Es könnte ja sein, dass sie da unten uns bemerken. Aber ich gehe mal von aus, dass wir das ganze Ding... Einen von denen, können wir das hier machen? Oder beide sogar? Einmal. Und zweimal. Ja? Alles klar. So, meine Homies, einen wunderschönen guten Nacht. Und halt die Fresse. Und bam, mama, mami. Hat das gut getan, mein Freund? Ja. Das war Trick 16. Sesam, öffne dich. Ja. Tut mir leid. Ich konnte ihm eine Spritze mit meinem Blut in den Nacken rammen. Ja, das wissen wir schon. Ich bin halb tot. Was ist los mit euch? Tja, mein Lieber. Hier lebt keiner von deinen Jungs, außer die da nebenan. Irgendwo am anderen Ende der Welt. Let's go. Und kurze Infos an meine Twitch-Community, meine lieben Leute. Die von euch, die mich gucken auf Twitch. Stream kennt ihr ja, wer kennt das nicht bei mir? Ich habe da so ein bisschen momentan Ruhephase. Ich brauche so ein bisschen meine Auszeit. YouTube ganz klar geht immer vor. Das ist immer so mein Ding, was ich nun mal lebe und immer lieben werde und immer machen werde. Das ist klar, das versteht ihr wahrscheinlich. Und wollte ich noch mitteilen. Ich mache momentan keine Livestreams mehr auf Twitch. Für einen geringen Raum, also geringe Zeit. Geringen Zeitraum, wie man es nehmen kann. Greife Gegner mit dem Freeze-Schuss an, um sie vorübergehend zu lähmen. Okay, machen wir mal. Vorsicht, Batman ist hier. Willst du mich schnatzen? Bam? Bam? Kollege, ich wollte dich ja nicht erschlagen. Ja. Aua. Aua. Alter!
Komm mal, entspann dich. Wir erledigen dich, du Freak. Ey, bist du behindert? Hallo? Nee, 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 nee. Klingenducken, willst du mich verarschen? Und auf die 12, du Motherfucker. Und gute Nacht. Bam. Und der? Ba-ba-chakabu. Und gute Nacht. Und der letzte. Hat ein bisschen länger gedauert, aber na gut. Leute, was ist jetzt angesagt? Ich denke mal, Harley Quinn Wechselsprechanlage. Okay. Wir müssen hier irgendwas machen. Ich denke mal, da ist eine Möglichkeit offen, die uns allen klar ist. Ja, Mann. Das ist natürlich geil. L2 und Dreieck? Ja. Ducken. Erstmal ein bisschen treiben lassen. Entspannen. Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert auf entspannt. Wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall. Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Sag mal, hast du den Joker gesehen? Ja, er sah okay aus, nicht wahr? Ja, aber was zum Teufel ist da passiert? Gestern sah er noch aus, als würde er verrecken. Und heute? Alles bestens. Hat er denn ein Heilmittel gefunden? Keine Ahnung. Ich hatte nur gehört, dass die Ärzte ihm nicht helfen können. Quinn ließ mich wegen des Heilmittels sogar eine Ärztin foltern. Nett, was hat sie gesagt? Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es kein Heilmittel gibt. Danach dann nicht mehr viel. Ist auch egal. Er ist zurück. Der Joker ist zurück. Was nehmen wir da? Mal schauen. Freeze-Mine mit Annäherungszünder. Wäre nützlich, aber ich gucke mich erstmal noch so ein bisschen um. Kampf. Spezialkombo Schub. Das wäre natürlich nützlich. Okay. Das ist natürlich richtig geil. Das brauche ich auf jeden Fall, auch wenn Klingenducken sehr nützlich wäre, wenn mal so ein paar Typen da wären. Ultra betäuben, das kennen wir ja. Das kennen wir auch. Was ist das? Achso, ja. Yep. So. Mal weiterschauen. Ich bin gespannt, Leute. Ich hätte echt gerne mal Lust auf so ein neues Batman. Auf einen neuen Batman-Teil. Neues Projekt für Batman, das wäre richtig geil. Das würde ich feuern. Also feiern. Feuern. Let's go. Das wird ganz schön wehtun.
Hätte ich mir ernsthaft besser vorgestellt, aber naja, was will man machen? Hallo Joker, wie geht's dir, mein Freund? Alles fit bei dir im Schritt, mein Freund? Ja, wir sehen dich, mein Freund. Hör nicht zu. Und wer steht hinter mir und hinter dir? Tja, das bleibt ein Geheimnis, Joker, ne? Wen haben wir jetzt hier? Sesam, Sadabim. Ich bin hier. Psst, leise Leute. Ganz entspannt. Wir wollen natürlich, dass Joker auch weiterhin gewinnt. Also wirst du uns alles, was du weißt, über die Pläne von Two-Face erzählen. Darauf hast du vermutlich keine Lust, schon klar. Daher werden wir dich auch überzeugen müssen. Du kannst mich! Er steckt ja noch richtig voller Leben. Ich sage nichts! Entdeckung, es ist Batman! Buja! Ja, würde ich gern machen, aber wenn ich das tun würde, würdest du, glaube ich, sterben. Das bedenke ich. Und deswegen auf ganz entspannt erstmal das Ding hier öffnen. Also Wand einreißen mit Explosivgel, ganz klar. Bleib mal entspannt, mein Freund. Das hier öffnen. Yep. So. Aber mein Freund, tu mir einen Gefallen. Tu mir nix. Ansonsten bist du Matsch, mein Freund. Joker wird's bereuen, sich mit Two-Face angelegt zu haben. Wer hätte damit gerechnet? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich vorhabe. Ich möchte gerne da reinkommen. Aber ohne, dass das Ding irgendwie Schrott geht. Aber es tut es nicht, weil der Cam mir auf den Sack geht. Und der ist ziemlich nah an meinem Battering. Deswegen ist das so ein bisschen kompliziert und nicht leicht aufführbar. Nein, stopp. Tut mir leid. Tut mir leid. Nein. Alter, du wolltest... Na gut, dann schläfst du halt ein bisschen. Ich wollte ihn eigentlich da stehen lassen, aber anscheinend... Oh meine, ist das so schwer hier? So, was nach rechts? Ja. Yeah. Da brauchen wir ja Strom für, scheiße. Hätte ich so nicht brauchen. Thank you.
mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. So, Leute, wir müssen ein bisschen tricksen. Ich denke mal Trick 17. Und da drüben wird sich irgendwo Strom befinden. Den wir mit dem Battering natürlich besorgen können. Natürlich muss ich erstmal wissen, wo genau der Strom sein könnte. Aber es sieht nicht so danach aus. Aber es muss eigentlich so sein. Es wäre keine andere Möglichkeit machbar. Da drüben ist Strom, alles klar. Das wird einfach, denke ich mal. Wir versuchen es einmal. Wenn ich denn in der Heide durchkomme, was ist daran denn so schwer? Mensch. Und umdrehen. Bam. Jetzt hier durch, ohne an die Ecke zu kommen. Ja, und bam. Jawohl, so geht das. Und weiter geht's. Ja, das wollte ich eigentlich nicht tun. Wir gehen jetzt mal nach unten da drauf, wenn ich es denn schaffe. Ah! Entspann dich mal! Nein! Oh, fuck. So, Leute, sind wir wieder. Ich hab's geschafft. Im Übrigen, der Typ, den ich gerettet habe und eigentlich nicht K.O. schlagen wollte in die gute Nachtwelt, der ist auf uns draufgegangen, obwohl ich ihn wirklich dieses Mal in Ruhe gelassen habe. Er ist in dem Moment auf uns zugegangen, wo ich ihm den Rücken zugedreht habe. War ja klar, ein Verbrecher. Batman kehrt ihm den Rücken zu. Bessere Möglichkeit gibt's doch gar nicht. Aber Batman hat Reflexe. Das hat er vergessen. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind sicher. Hast du ein Glück. Ich hätte dich damit umbringen können. Glauben Sie mir, wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Die haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte.
Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Minen. Sagt sie zu mir, nicht mal mit deinem. Level gut. Jetzt sage ich, Leute, das hier machen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei den Homies hier. Danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. Hat's dir gefallen? Drück ein Däumchen nach oben dafür. Dankeschön von mir an dich. Wenn nicht, dann trotzdem danke fürs Reinschauen, fürs Vorbeischauen, fürs Zugucken und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, hau rein und ciao, ciao.